Das Rätsel werden wir heute jedenfalls nicht lösen, aber es gibt ja Fakten, die geschaffen worden sind. Das Scheinreferendum hatten wir schon erwähnt, die Teilmobilmachung. Ich würde das gerne vertiefen mit einer, die als Militärexpertin auch eine der renommiertesten ist und unter anderem die EU berät. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Guten Abend, Florence Gaub. Hallo Frau Gauff, Florence, weil deutsch-französische Familie. Wenn Sie diese Bilder sehen, wenn Sie darauf blicken und eben sehen, das sind 80 Meter Tiefe, das kann nicht jeder. Das engt ja den Kreis, aber auf jeden Fall derjenigen ein, die es hätten sein können. Wer kann so etwas? Sind da Staaten? Das können nur Staaten. Keine Terrororganisation? Also 80 Meter tief, das ist schon sportlich. Also für eine Terrororganisation, das wäre komplett neu, dass die neuerdings 80 Meter in die Tiefe gehen. Mhm. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, ist es ein Staat, der versucht, einen anderen Staat das anzuhängen? Oder war es dann jetzt dieser Staat, in dem Fall jetzt Russland, wie Herr Kiesewetter gesagt hat, der es selber war? Also in dem Fall ist es jetzt so ein bisschen wie so ein Krimi. Man weiß es nicht genau, wer dahinter steckt. Aber es ist auf jeden Fall eine staatliche Handlung. Das kann man sagen. Und das ist ein Anschlag oder eine Sabotage war, das ist für Sie auch zweifelsfrei? Ja, weil wenn, also Terrororganisationen zum Beispiel, die reklamieren das dann auch für sich, ja, die wollen dann darauf hinweisen, dass sie sowas können. Wir haben jetzt ein großes Schweigen, das heißt, wir gehen auch schon mal deshalb davon aus, dass es keine Terroristen waren. Es gibt kein Bekennerschreiben sozusagen. Das heißt, was ist dann die Intention dahinter? Und es ist ja überhaupt nicht neu, dass in Konfliktsituationen man Energienetzwerke aller Art, also sowohl mit Cyberattacken, aber es gibt zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg gab es einen ganz bekannten Sabotageakt in Norwegen, gegen die Regierung. Also das ist durchaus Teil, sage ich jetzt mal, des kriegerischen Handwerks. Das heißt also, dass man die Infrastruktur, Energieinfrastruktur mit angreift in einer kriegerischen Auseinandersetzung, ja, ist im Prinzip gang und gäbe? Also es ist trotzdem rechtlich falsch, weil was wir haben als rechtliche Grundlagen für Krieg, nicht, dass sich da alle dran halten, ja, aber es gibt schon die Genfer Konventionen. Mhm. Eigentlich darf man alles, was Zivilisten zum Leben hilft, im Krieg nicht angreifen. Man sollte alles tun, um sowas zu schützen. Zum Beispiel 2011 in Libyen hat die NATO explizit diese ganzen Elektrizitätsnetzwerke, die Kraftwerke und so weiter geschont, also sichergestellt, dass da so wenig wie möglich kaputt geht. Mhm. Das heißt aber natürlich nicht, dass sich jeder daran hält. Ja? Und jetzt in dem Fall ist es ja noch nicht mal so, dass er komplett was ausgeschaltet wurde. Es sieht eher aus wie eine Handlung, die Angst machen soll, die suggerieren soll, da kann man noch mehr machen. Ja? Weil natürlich ist jetzt nicht die ganze Pipeline lahmgelegt, aber es ist Sabotage. Also es tut einfach weh und es macht Angst. Und es stellt natürlich die Frage, wie vulnerabel ist unsere Energieinfrastruktur? Das ist eine Debatte, die haben wir schon seit 10 Jahren eigentlich. Also vor allem wegen Cyberattacken, weil natürlich viele unserer Stromwerke, Energienetzwerke sind übers Internet oder digital vernetzt. Aber das ist jetzt ein bisschen klassischer wieder. Das ist ja sowieso eine Zeit, in der alles wieder ein bisschen klassischer wird, sage ich jetzt mal. Also von daher ist es eine Debatte, die wir schon länger haben. Und vielleicht ist es auch so, dass wir jetzt so gut darin geworden sind, uns gegen Cyberattacken zu schützen, dass der Attentäter dann absichtlich jetzt mal was ausgesucht hat, was vielleicht weniger gut geschützt war. Wie blicken Sie auf diese Suche nach den Schuldigen? Wenn man ins Netz geht, tauchen da amerikanische Schiffe auf, da taucht die CIA auf. Wenn man Herrn Kiesewetter zuhört, dann ist es sicherlich ein Hinweis auf Russland. Wie sehen Sie auf so eine Debatte, die nach dem Schuldigen jetzt sucht? Also wir haben ja auch im Kontext von so Cyberattacken immer wieder dieses, wer war es eigentlich? Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass man kann das gar nicht feststellen. Das ist einfach gar nicht möglich. Und Sie glauben auch hier nicht? Ich bin mir nicht sicher, dass wir das mit abschließender Erkenntnis 100% sagen können, das waren der oder die. Einfach auch deshalb, weil selbst wenn das ein anderer Staat war, der es jetzt, sage ich mal, Russland anhängen will, das so machen würde, dass man es nicht genau weiß. Ich erinnere zum Beispiel an die ganzen Attentate im Golf, ja, gegen Öltanker und so, oder auch gegen Aramco, die Saudi-Ölfirma. Da hat man am Ende auch nie genau sagen können, wer war das jetzt eigentlich. Also ich glaube, wir sollten vielleicht weniger versuchen, jetzt zu sagen, wer war es eigentlich, sondern was ist der Effekt davon, was macht das mit uns? Wer könnte ein Interesse daran haben, weil die Effekte sind ABCD? Das wäre jetzt eigentlich die interessantere Frage. Okay, und wer könnte ein Interesse daran haben, weil die Effekte sind zum Beispiel, dass der Gaspreis an den Börsen gestiegen ist wieder, nachdem er eine Weile lang sank?
Naja, also ich will jetzt nicht die Gasunternehmen da als Schuldige darstellen, aber natürlich ist es auch ein... Es sind keine Staaten. Ich weiß gar nicht, ob die Fähigkeit hätten. Naja, vielleicht schon. Also das wäre jetzt Spekulation. Ich weiß es natürlich das auch nicht. Das wollte ich damit nicht. Aber ich finde schon, da muss ich Herrn Kiesewetter schon recht geben, was er genau gesagt hat, ist, dass die Handschrift sieht schon sehr typisch aus wie Russland. Es könnte aber natürlich auch ein anderer Staat sein, der versucht zu suggerieren, dass Russland so weit gehen würde, wie eine Gaspipeline zu sabotieren, nur um uns zu schaden. Ne? Gut, dann lassen wir das da, dieses Thema, und gehen zu den scheinbaren Fakten, die gerade geschaffen worden sind in der Ukraine. Es gab dieses Scheinreferendum. Es gibt 4 Gebiete, die besetzt sind und die jetzt mit übergroßer Mehrheit gesagt haben, sie wollen sich Russland anschließen. Wladimir Putin hat gestern noch mal in einer Fernsehansprache klargemacht, worum es ihm dabei geht. Uns geht es vor allem um die Rettung der Menschen in diesen Gebieten, in denen wir die Referenden durchführen. Das ist für uns alle das Allerwichtigste, für die ganze Gesellschaft, für das ganze Land. Er will die Menschen dort retten. Wie wichtig halten Sie diese Annexion, die da vorbereitet wird durch die Scheinreferenden, für Wladimir Putin? Er ist ja Teil eines größeren Konzepts. Ja? Also dasselbe ist ja mit der Krim auch passiert, diese Referenda und dann rechtlicher Status in der Duma und so weiter. Also das ist einfach Teil. Also das Überraschende kommt das überhaupt nicht. Eigentlich haben wir schon länger damit gerechnet, dass das passieren würde. Es wurde verschoben, offensichtlich wegen der Offensive. So haben wir es jedenfalls gehört. Ja, es hieß, es sei nicht durchführbar aus Sicherheitsgründen und so weiter. Also es ist ein erwarteter, regulärer Schritt. Das heißt aber nicht, dass der Krieg jetzt zu Ende ist. Also ich denke, vielleicht manche würden dann denken, jetzt hat ja Putin sein Ziel erreicht, diese Gebiete, wo die Menschen Russisch sprechen, dann lässt man die ihm dann einfach und dann ist vielleicht der Krieg vorbei. Aber faktisch ist es nicht so. Also ich meine, diese Mobilisierung, die wir jetzt gesehen haben, dann dieses strenge atomare Narrativ und so weiter. Also Russland hat seine Ziele immer noch nicht erreicht. Deswegen dieses Referendum oder die Referenda und die Annexion sind Teil ein weiteres Kapitel in diesem Krieg, eine neue Phase, die halt dann ultimativ irgendwann darauf hinauslaufen soll, für Russland, zumindest bisher, dass die Ukraine ein nicht lebensfähiger Staat ist. Die Teilmobilisierung haben Sie schon angebracht, Teilmobilmachung. Welches Signal geht davon aus? Warum macht Putin das und wie würden Sie beurteilen, tut er das? Also Sie müssen sich anschauen, im Kräfteverhältnis Ukraine-Russland ist natürlich jetzt von Russland steht viel stärker da, wenn es um Luftwaffe geht, um alles, was Marine geht. Und die Ukraine ist viel stärker mit Kommandoführung, vielleicht auch so nachrichtendienstliches Material und so weiter. Und sie haben auch nicht so viele Truppen. Aber sie waren viel besser darin, ihre Truppen zu schützen. Und das hat Russland nicht so hinbekommen. Da gibt es eine Reihe von Erklärungsansätzen dafür. Zum Beispiel ist es vielleicht keine Priorität, hat auch was mit nachrichtendienstlichem Material zu tun und so weiter. Fakt ist, dass Russland tatsächlich sehr viele Männer verloren hat und nachladen muss. Also es hat auch was damit zu tun. Das heißt, ich würde es eigentlich lesen als ein Zeichen der Schwäche fast oder ein Eingeständnis, dass das, was man bisher gemacht hat, nicht gereicht hat, dass man quasi nochmal nachladen muss, damit man sein Ziel erreicht. Von daher sehe ich es als ein Eingeständnis oder ein Signal, dass das, was die Ukraine macht, funktioniert. Ich habe gerade ein Bild gesehen, wir würden es Ihnen gerne zeigen. Das zeigt jede Menge Soldaten. Das ist Wladiwostok und diese Soldaten sind auf dem Weg in den Krieg. Es heißt, die sollen ausgebildet werden. Es heißt, die sollen ein Training durchlaufen und es sind sowieso nur Reservisten, die Kampferfahrung haben. Welche Chance haben diese Soldaten in diesem Krieg dann auch tatsächlich die Armee, das muss ja der Sinn sein, Putins, zu verstärken? Also was ich gehört habe, ist, dass die 2 Wochen Grundausbildung bekommen sollen, was wirklich nicht viel ist. Also schon gar nicht, wenn man in einem Krieg ist. Also stellen Sie sich vor, jetzt in der Armee, die in keinem Kriegszustand ist, dauert alles sowas viel länger und dann kann man nur richtig üben und so weiter. Das alles werden die nicht haben. Das heißt, die haben eine gute Chance oder eine schlechte Chance in dem Fall, relativ schnell zu fallen, weil sie gar nicht genau wissen, was sie eigentlich machen. Von daher, wahrscheinlich auch deswegen diese beeindruckende Zahl, 300.000, das sind ja auch mehr jetzt. Bis zu 1 Million. Weil auch die Kanonenfutter sein werden. Das würden Sie schon so hart sagen. Das ist einfach auch ein Plan, den eine russische Regierung, ein russischer Präsident sehenden Auges eingeht.
Ja, sie sind in den USA eingedrungen. Ich meine, das wissen wir ja schon länger, dass die russische Kriegsführung da keinen fundamentalen Wandel eigentlich durchlaufen hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Also natürlich schon militärisch, aber ich sage jetzt mal, die Idee, dass Quantität Qualität ersetzen kann, das ist schon fundamental in der russischen Militärdoktrin. Also, seit Stalin, würden Sie sagen, oder? Ja. Die das nicht wollen für sich als Schicksal, die Bilder würde ich Ihnen auch gerne zeigen. Also wir wissen, dass die Schätzungen gehen zu 300.000 jetzt seit dem Beginn der Teilmobilmachung. Das ist jetzt nur die Grenze zu Georgien. Das Wochenende, das sind Bilder von gestern. Das heißt also, die Autoschlangen werden länger. Die Menschen gehen auch zum Teil zu Fuß. Sie fahren auch mit dem Fahrrad, weil sie einfach nicht an der Grenze noch eingezogen werden sollen. 300.000 geschätzt jetzt. Ist das viel gemessen an dem, was Russland an Männern zu bieten hätte? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man erstmal versteht, dass Desertion per se kein Ausnahmephänomen ist. Also das passiert auch in westlichen Armeen sogar die ganze Zeit. Also sogar Armeen, die nicht im Einsatz sind, da verschwinden regelmäßig so ungefähr 5%, weil sie keinen Bock mehr haben, sage ich okay. jetzt mal. Ja? Also aber das ist doch anders jetzt. Genau, also das ist jetzt natürlich mehr. Aber es ist schon eine Aussage darüber, dass man diesen Krieg so nicht mitträgt. Aber dann muss man den ganzen Kontext sehen, also in Relation setzen zur Bevölkerung, in Relation setzen zu, was mich eigentlich interessiert, das sind ja jetzt Männer, die den Dienst an der Waffe direkt ausweichen wollen. Aber Desertion ist eigentlich, wenn jemand schon im Militär drin ist und dann die Waffen niederlegt und sagt, ich habe da keine Lust mehr drauf. Darauf sitzt der ukrainische Präsident, der macht ja Appelle an die, die jetzt in sein Land kommen und sagt, ihr könnt die Waffen niederlegen, ihr werdet geschützt als Kriegsgefangene und so weiter. Und das ist die interessantere Zahl. Okay. Weil wenn eine militärische Einheit im Krieg ist, denn es kreiert einen wahnsinnigen Zusammenhalt. Deswegen verstehen die Leute auch manchmal nicht, wie kann es sein, dass eine Gruppe, eine Kompanie einfach weiterkämpft, obwohl eigentlich alles schon aussichtslos ist, weil die halt so stark zusammenhalten. Wenn da das anfängt zu bröseln, dann würde ich sagen, jetzt wird es strategisch interessant. Okay, das können wir jetzt noch nicht sehen, weil wir diese Zahlen vielleicht auch nicht erfahren werden. Aber was wir wissen, ist, dass es innerhalb Russlands eben eine Bewegung gibt, Menschen auf der Straße. Wir haben gestern darüber geredet, man sieht diese Bilder von den Demonstrationen. Wenn Wladimir Putin zeigt, dass er offensichtlich eben Männer rekrutieren muss, um diesen Krieg zu gewinnen. Wenn er die Annexion jetzt doch schneller durchführt, wenn er gleichzeitig mit den Atomwaffen droht, und das tut er in unterschiedlichen Formen, fast jeden Tag er oder seine Männer. Was glauben Sie, wird diesem Präsidenten bleiben in dieser Situation, die offensichtlich mehr Druck auf ihn ausübt als vorher? Was bleibt ihm als Mittel, meinen Sie, um sein Ziel zu erreichen? Ja, um es ganz platt zu formulieren, glauben Sie, er wird das wahrmachen, womit er droht, nämlich auch die Atomwaffen einzusetzen? Das ist ganz interessant, weil Angela Merkel hat ja gesagt, man soll ihn ernst nehmen. Und ich tue mir damit ein bisschen schwer, weil alle nehmen ihn ernst. Also ich habe niemanden, vielleicht redet sie jetzt vom Kommentariat, aber die ganze europäische westliche Strategie ist darauf angelegt, dass die Ukraine ihr Ziel erreicht, ohne dass man Russland so provoziert, dass es irgendwie uns angreift oder eine Atombombe einsetzt. Ich glaube, was sie meint ist, wenn er sagt, das ist ganz interessant, ich weiß nicht, ob Sie sich die Reden mal genauer angeschaut haben, von ihm, aber auch von Lavrov und den anderen, die sagen nie explizit übrigens, wir schmeißen eine Bombe, wenn ihr XYZ macht. Und das ist immer so ganz komisch verklausuliert, damit es natürlich auch dementierbar bleibt. Aber das ist interessant, dass wir lesen da sofort rein, okay, wahrscheinlich will er die Atombombe benutzen. Das Interessante ist, dass die ganze Literatur, die wir haben zu nuklearen Waffen, auf Abschreckung basiert. Deswegen, Angela Merkel sagt, das ist kein Bluff. Abschreckung ist kein Bluff. Abschreckung heißt glaubhaft vermitteln, ich setze das ein, wenn ihr zu weit geht. Und deswegen geht einfach nicht zu weit. Das ist das Geheimnis an dieser Waffe. Und das hieße aber, wenn man sie einsetzt, entzaubert man die Abschreckung. Also ich will jetzt einfach nicht ganz darüber reden, dass man sie einsetzt und darüber weggehen. Aber wenn man sie einsetzt, wäre sie sozusagen keine Waffe mehr in dem Sinne der Abschreckung. Also es ist ganz genau. Also ich sage immer, nicht die Waffe, nicht die Bombe ist die Waffe, sondern die Angst vor der Bombe ist die Waffe. Die wesentlich effizientere. Wir haben nur zweimal geschichtlich den Einsatz der Atombombe in Japan. Zu einem Zeitpunkt, als niemand sonst die Atombombe hatte, nur die Amerikaner. Das heißt, sie konnten sie einsetzen, ohne davon ausgehen zu müssen, ich kriege eine Gegenreaktion. Damals hat Japan sofort kapituliert. Das heißt, seitdem geht man davon aus, dass, wenn man die Bombe vielleicht einsetzt, gibt es eine Kapitulation. Aber heutzutage, also es hängt natürlich davon ab, wie destruktiv wäre die dann, wie viel würde kaputt gehen und so weiter, aber
kann man nicht davon ausgehen, dass ein atomarer Schlag in der Ukraine zu sofortiger ukrainischer Kapitulation führen würde. Das denke ich einfach nicht. Und das macht ihn unwahrscheinlich, diesen Schlag. Und das heißt, die Bombe ist ein One-Trick-Pony, eine Karte, die man nur einmal spielen kann. Stellen Sie sich vor, Sie setzen die Bombe ein, die Ukraine gibt nicht auf, was machen Sie dann? Sie sagen, dass ein Krieg immer auch eine Geschichte ist, letztlich, die erzählt wird. Sagen Sie uns doch mal, wie diese Geschichte hier ausgeht und wann. Die Frage wird mir oft gestellt. Ich habe natürlich keine Kristallkugel, aber statistisch gesehen dauert ein Krieg zwischen Staaten 15 Monate. Statistisch gesehen. Statistisch gesehen. Natürlich gibt es da Variationen nach vorne, nach hinten, aber seit Anfang des Krieges haben die Leute mich gefragt, geht es noch bis Mai, geht es noch bis Juni? Und ich habe immer gesagt, das dauert bestimmt noch das ganze Jahr. Platt formuliert geht ein Krieg dann zu Ende unter zwei Umständen. Entweder eine Seite hat klar gewonnen, und es ist wichtig, dass man das verstanden hat, dass klar ist, nicht, dass die Russen gewonnen haben, aber die Ukrainer eigentlich denken, sie haben nicht verloren. Oder weil beide Seiten erkannt haben, dass sie nicht gewinnen können. Ja. Und das ist jetzt diese Geschichte mit der Geschichte, oder was ich mal sage, Krieg ist eine Geschichte. Krieg hat eine innere Uhr. Und wir würden gerne viel schneller an den Punkt kommen, dass beide Seiten sagen, okay, wir verhandeln jetzt einfach. Wir können nicht mehr, wir wollen jetzt einfach aufhören, ja. Genau, aber wir kommen dann nicht, also diesen Prozess kann man nicht von außen beschleunigen. Das stellt dann die Frage, wann kommt die Ermüdung? Ich würde tippen, grob aus der Hüfte geschossen, und das ist wahrscheinlich nicht statistisch irgendwie nachweisbar, wahrscheinlich im Frühling oder im Frühsommer, wenn das Ganze ein Jahr gelaufen ist und beide Seiten erkannt haben, okay, wie lange halten wir das noch durch? Haben wir die Ressourcen noch? Haben wir die Alliierten noch? Und das, die Geschichte eben, die dann erzählt wird, ist eben dieses, kann ich noch ein Sieger sein? Wie gehe ich damit um, wenn ich keiner bin? Sie haben gefragt, was bleibt Putin noch? Er kann natürlich die Geschichte drehen. Mhm. Er kann die Referenda als Erfolg zu Hause verkaufen. Er kann sagen, wir haben die Krim und wir hören jetzt erstmal hier auf. Also es hängt immer auch davon ab, wie beide Seiten zu Hause diese Geschichte erzählen, was ist hier bisher passiert und wie geht's weiter. Mhm. Aber ich fürchte, wir haben das noch spätestens bis Ostern. Okay. Ganz kurz, weil wir es diskutiert haben und weil hier Dissens war, machen die deutschen Waffen einen Unterschied? Würden Sie mir ganz kurz sagen, ob wir hier eine Scheindebatte insofern führen, weil es kommt auf die Leoparden gar nicht an? Also ist es schon so, dass statistisch gesehen die USA, Kanada, Großbritannien und Polen zusammen multiple mehr beitragen als Deutschland. Deutschland macht natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr viel, aber es ist jetzt nicht so, dass eben der Zustand, den ich gerade beschrieben habe, dass Präsident Zelensky erkennt, ich kann jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt die Panzer aus Deutschland nicht. Das wird, glaube ich, nicht der entscheidende Beitrag sein. Danke, dass Sie uns das noch gesagt haben. Vielen herzlichen Dank. Florence Gaub, ich hoffe, wir sprechen uns nochmal wieder. Danke fürs Kommen.